Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Bier-Adventskalender 2018. Allererstes ging ein Grüße raus an meine Abonnenten und alle anderen, die zugeschaltet haben. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der 6. und wir machen jetzt das nächste Kastl auf und ich positioniere die Kamera um. Ich bin soweit, ihr auch. Und los geht's. Heute ist ja der 6. Da ist er ja. Mein Gott, bin ich gut. Und ein Maxlrainer, Schlossgold. Ah, sehr gut. Unser einer trinkt Maxlrainer, gell? Steht irgendwo über. Genau. Ha! Jetzt geht's ans Probieren, aber bevor wir das gute Stück aufmachen, lese ich euch die Rückseite vor. Keine Angst, ich mache das kurz und bündig, weil ich mag das jetzt auch gerne trinken. So, das Schlossgold ist das bekannteste unter den Maxlrainer Bieren und vielfach mit DLG Gold prämiert. Mit seinem unverwechselbaren, wildharmonischen, vollmundigen Geschmack und seiner herrlichen Frische sorgen die Auswahl feinster Zutaten das reine Quellwasser aus dem Mangfalltal sowie die gewissenhafte Lagerung in unserem Keller. Gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot. Dafür schon mal Daumen nach oben. Aber jetzt schauen wir mal. Schreiben wir mal ruhig. Müssen wir es probieren. Ob das auch stimmt, was da drauf steht. Schaut euch diesen Schaum an. Ach, diese Schaumbildung schon mal. Herrlich, herrlich. Und ich habe das richtige Glas gerade gefunden. Nein, bin ich gut. Zum Wohle. Und zur Sicherheit trinke ich nochmal einen Schluck. Ja, ich muss sagen, der probiert halt ist ja doch immer das Schönste und das Beste. Es schmeckt sehr gut, sehr erfrischend. Richtig. Sehr gut, also das ist eine richtig gute Farbentalbe. Maxlrainer, das habt ihr gut gemacht. Und auch der Bierkalender natürlich, gell? War wieder keine Miete. Das ist sehr, 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 sehr gut. Freue mich wirklich. Wir probieren es. Geht nicht anders. Mir fehlen ja gerade ein bisschen die Worte, weil ich sprachlos bin, gell? Weil es so gut ist. Jetzt muss ich aufhören. Ich muss ja noch mal mein Schlusswort sagen. Also, sehr gutes Bier. Sehr erfrischend. So leicht würzig. Und ist auch sehr gut, kann man sehr gut trinken. So, ja. Ich komme schon wieder aus dem Schwärmen nicht raus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und wünsche euch jetzt einen sehr schönen Abend, gell? Ja, bis morgen. Also, für dich. Macht's gut. Ja, das.